Hier auf dem Marzec Offroad-Kanal ist der Fabio, Richard, Yannick von der Band Buried Alive. Der ein oder andere kennt mich wahrscheinlich eher vom Fahrradfahren, aber seit 2019 haben wir wieder zusammen eine Band, als ich mir das Handgelenk gebrochen habe. Und Zeit war, die alten Bandkollegen, mit denen ich von 2007 bis 2014 Musik gemacht habe, mit einer anderen Band wieder zu reaktivieren. Und heute haben wir unseren neuesten Song Chaos Destruction Crew released. Einmal bei uns auf dem Bandkanal, Buried Alive. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung schauen. Da gibt es auch das Video, was gerade im Stream war. Nochmal, das macht ja Spaß, gell? Nochmal zum Anschauen. Spotify kam heute der Song raus. Und wie man am Video sieht, ist das Ganze so, ja, Hymne für Action-Sports, für Mountainbike-Fahren, für einfach gute Zeit mit Kumpels, Spaß haben und das eben mit unserer Musikrichtung Metalcore. Und Richard, du hast den kompletten Song innerhalb von 14 Tagen geschrieben. Erzähl mal, wie das war. Also, der Fabio schrieb mich auf einmal an, meinte so, Richard, wir brauchen einen Song für so ein Radsport-Event. Und den habe ich dann geschrieben, also ich habe jetzt zu Hause so ein Home-Studio und so weiter und ich spiele Gitarre bei uns auch und ich schreibe auch alles und mache die ganze Produktion und so weiter. Und ja, es war eine sehr spontane Aktion, aber auch eine geile. Auf einmal kamen dann so Ideen mit, ja, lass uns ein Video machen. Dann kam Fabio mit der Idee, komm, lass uns Dino-Kostüme holen.
Und dann kam noch der Hund ins Video und ganz viele witzige kleine Aktionen und auch Stürze und so weiter. Und wir hatten einfach gedacht, dass wir so ein bisschen was machen für, ja, die ganzen Leute, die Bock auf so, auf Action haben. Und irgendwie, wir wollten es nicht selber so ernst nehmen mit dem Video und einfach die guten Vibes fließen lassen. Genau, und da auch nochmal vielen Dank an die Leute, die uns Videos geschickt haben. Da hatten wir aufgerufen bei Instagram zu, dass ihr eure krassesten Sprünge, Stürze schickt. War nur leider eine kleine Challenge, weil viele der Videos super verpixelt waren und es dann schwierig war, da alle ins Video reinzupacken. Aber ein paar haben es reingeschafft. Und mir fällt gerade ein, wir haben ja auch schon mal vor etlichen Jahren auf dem Dirtmasters Festival gespielt, mit unserer alten Band damals. Wisst ihr noch, wann das war? 2009, 2010? Haben wir hier. Ah ja, stimmt, ja, ja. Hier. 2009. 2009. Also da, für die Leute, die auch des Öfteren auf dem Dirtmasters sind, 2009 haben wir hier gespielt mit Dan Dryers. Die Happy war damals da auf dem Red Bull Tourbus. Es war eine ganz coole Erfahrung. Da war rechts neben uns so eine Freestyle-Motocross-Show. Und danach haben wir dann auf diesem Tourbus gespielt. Wäre eigentlich geil, nochmal irgendwann auf dem Dirtmasters zu spielen. So. Ja, schon auf einem Bus zu stehen und zu spielen. Ja. Das hat besonders viel Spaß gemacht. Wir haben eigentlich immer gedacht, dass wir von diesem Geländer dann runterkrachen, was vor uns stand auf dem Bus. Ja. Weil wir uns auch ein bisschen bewegt haben in dieser ganzen Geschichte. Und ja, das Problem war eigentlich nur, dass es Red Bull statt Bier gibt irgendwie in dem Bus. Aber ansonsten war es eine gute Zeit, die wir hatten. Nee, das war mega geil. Das war auch so gewesen, dass 1Live hatte da auch was übertragen von uns, ne? Ja. Und da hatten wir so einen Mitschnitt noch gehabt aus dem Radio, wo die dann sagen so, oh, jetzt spielen hier gerade Blessed by Hate. Das ist so eine Emo-Core-Band, also einfach gar nicht unser Genre. Und wir hatten halt total Angst, dass wir von diesem Tourbus runterfallen, weil wir einfach so mit den Füßen an diesem Geländer dran standen. Und ja, da haben wir mal alles abgerissen. Das war eine geile Sache. Ich selber habe ja nicht so viel mit dem Radsport zu tun und das war auch mal interessant. Ja, diese ganzen Sachen da zu sehen. Da sagst du auf jeden Fall was Interessantes, weil wir haben letztens noch darüber gesprochen, auch als hier das Video entstanden ist, dass wir mal mit der gesamten Band Mountainbike fahren gehen. Also die beiden haben halt tatsächlich, habt ihr eigentlich Fahrräder? Ich habe, glaube ich, eins vom Fahrradfahren, das ist 15 Jahre alt. Ja. Geil. Also. Und du, Richard? Ich, nein. Nee, okay, die haben also, hallo übrigens an alle, die zuschauen und gerade neu dazugekommen sind. Ja, also hier die Band wird dann einfach Bikes von mir bekommen und dann gehen wir demnächst mal irgendwo fahren, machen ein Video darüber mit absolut blutigen Mountainbike-Anfängern. Also Moment mal, da habe ich noch kurz was zu sagen. Nee, ich war ja bei Fabio zu Hause mit dem Musikvideo. Ihr seht ja wahrscheinlich so, das ist auch der Pump-Track beim Fabio zu Hause und ich habe mich da auf dem Rad gesetzt und habe da irgendwie, alle haben da so geguckt und gemeint so, boah, der ist ein Naturtalent, der Richard. Ich habe halt so einen Backflip direkt gemacht und ich denke mal, ich zeige dem Fabio mal, wie man da richtig fährt. Ja, ansonsten für die Leute, die Bock hier auf unsere Mucke haben, fragt sich der eine oder andere vielleicht, wo kann man uns live erleben? Die letzte Show hatten wir 2020 im Januar und dann kam Corona. Das ist natürlich aktuell ein bisschen schwer, da irgendwo zu spielen. Also es geht natürlich gar nicht. Und wir hatten Pläne Anfang diesen Jahres, wollten wir eine Tour machen mit einer anderen befreundeten Band. Und einer der Pläne, die ich immer im Kopf habe, ist eine Tour machen. Wahrscheinlich also nächstes Jahr nach Corona, hoffentlich dann. Und dann gleichzeitig Bikeparks besuchen. Das heißt, wenn ihr bis dahin dann mega die Bikecracks seid, dann spielen wir abends Shows irgendwo und tagsüber gehen wir irgendwo Fahrrad fahren. Ja, wir dürfen uns nur nicht die Hände brechen, dann, wenn der Fabio will, dass wir uns umbringen. Das ist so meine größte Sorge, wenn ich jetzt mal das mal probieren werde. Er hat gemeint, er wird auch den schwierigsten Trail oder wie heißt das, wird er direkt für uns aussuchen. Aber ich denke mal, an seinen Herausforderungen wächst man ja auch. Und was hältst du so allgemein so von so einer Sportart, die mit Gefahr verbunden ist? Oh, Sportart, die mit Gefahr verbunden ist. Finde ich spannend. Könnte ich mir mal angucken. Finde ich total klasse. Das sollte ich doch sagen, oder? Ich war schon ganz verwundert. Ja, das habe ich eben so vom Spiegel geübt. Nee, aber ansonsten, ja, zu den Bandplänen haben wir natürlich vor, noch viele Singles und Videos rauszuhauen. Wir sind jetzt auch leider nur noch zu dritt. Also wir haben uns von unserem Bassisten, dem Patrick Sturm und dem Jan Jaspersen getrennt, unserem Drummer. Alles im Guten und wir wünschen denen auch alles Gute mit ihren nächsten Projekten.
Das heißt, wir sind aktuell auf der Suche, auch nach neuen Drummer und neuen Bassisten, haben ganz viel Material und so weiter und werden auch trotzdem noch viel Output bringen. Wir hatten jetzt Unterstützung gehabt für das Musikvideo und ja, also zum Glück ist ja im Moment Corona, aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir dann wieder vollständig sind. Und ich hätte auf jeden Fall gerne ein paar Leute, die hübscher sind als der Fabio. Das ist ja nicht sehr schwer. Aber ja, falls ihr tatsächlich irgendwie Schlagzeug spielt, Bass spielt und ja, da eben auch unsere Musikrichtung und da ambitioniert seid, auf Tour zu gehen, regelmäßig neue Musik aufzunehmen und so weiter und so fort und so aus dem, ich sag mal, Koblenzer, Frankfurter, Kölner Bonn. Raum kommt, ja. Dann könnt ihr uns auch gerne bei Bird Elia auf Instagram schreiben. Und ja, ansonsten vielleicht mal ein paar Fragen. Ja, ihr könnt uns natürlich auch gerne Fragen stellen, einfach in den Chat schreiben, dann beantworten wir die gerne, besonders Richard. Und ich wollte gerade noch was sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Wann kommt die nächste Single? Die nächste Single ist schon mehr oder weniger im Kasten, also wir müssen halt noch den Fabio aufnehmen. Ansonsten ist da alles fertig in meinem Homestudio und die wird, oh, ich habe mein Bein überschlagen. ich sollte ja die ganze Zeit so ein bisschen so sitzen hier. Nee, die wird auch ganz cool, die wird auch wieder ein bisschen melodischer und so wie die letzte und bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die ankommen wird und hab da riesen Bock drauf, die rauszuhauen. Ja, macht euch auch was gefasst. Also ich denke mal so in den nächsten 2 Monaten, eher im nächsten Monat, wir sind da sehr fleißig im Moment, wird da auf jeden Fall ein bisschen Nachschub kommen. Und ich würde sagen, für die Leute, die jetzt erst dazugekommen sind, machen wir einfach nochmal das Musikvideo an, das heute released wurde. Und danach sind wir wieder für euch da. No one will stop the chase. My dreams are built like this.
da sind wir wieder. Also für die Leute, die erst eben eingeschaltet hatten, das Video verpasst hatten, da auch nochmal der Hinweis, Link zu unserem Bandkanal in der Videobeschreibung und nochmal ganz lieben Dank an alle, die uns ihre Mountainbike-Clips für dieses Musikvideo geschickt haben. Da einfach nochmal gesagt, war die Herausforderung, dass viele der Clips, wahrscheinlich weil die über Instagram geschickt wurden, sehr verpixelt waren und deshalb leider nicht alle Clips in das Video rein konnten aufgrund der Qualität. Aber nochmal ganz lieben Dank an euch alle. Ja, Richard, Yannick. Ja. Welches Mountainbike kauft ihr euch denn? Also, ich habe liebäugel da im Moment mit so einem Canyon, hast du gesagt, ne? Mit so einem Canyon-Bike. Die sind doch gut, oder? Könnt ihr mir da irgendein Bike empfehlen, was irgendwie gut ist oder was für einen großen Menschen cool ist? Also, ich bin 1,95 und wiege im dreistelligen Bereich. So irgendwas, was einen Elefanten aushalten könnte. Yannick, was für eins holst du dir? Das ist eigentlich eine Frage, die ich mir schon immer nachts gestellt habe. So kurz bevor ich einschlafe, denke ich immer an ein Hochrad. Ich fahre jetzt bald Hochrad und das wäre dann für deine Körpergröße, glaube ich, auch das ideale Rad, um einzusteigen in das Mountainbike-Business, würde ich behaupten. Und seht ihr euch eher so beim Enduro-Fahren oder beim Downhill-Fahren? So BMX mit dem Hochrad mache ich. Also, es gab da mal dieses eine Spiel, also nicht Tony Hawk's, dieses Kelly Slater oder so? Dieses, wo der Typ so mit dem Fahrrad fährt. Das ist Surfen, Kelly Slater. Matt Hoffman. Matt Hoffman, genau. Also, ich mache das, was der Matt Hoffman macht. Das ist das, ja, das wollte ich lernen. Ich denke mal, das ist ganz gut für Einsteiger. Das ist auch so Trick Ride oder so, ne? Und fahrt ihr mit Neck Brace oder eher mit Full Face oder Half Shell? Bei mir lieber Halfshell. Ich finde, das ist so, das steht mir ein bisschen besser. Und ja, Neckbrace manchmal, also es kommt auf den Hügel an. Also, ich muss da immer mal gucken, so, was ist sicherer, ne? Ich einfach so gerne an der freien Luft. Ich fahr da nie mit einem vollen Helm. Boah, wir haben eine Frage. Moment mal, ich lese mal gerade hier vor. Dachte, die Fee spielt jetzt Schlagzeug und das Krokodil ist Bassist. Ja, wir hatten jetzt Unterstützung von einer Fee und einem Krokodil, wie ihr in dem Video seht. Aber wir brauchen da richtigen Ersatz irgendwann zeitnah. Und fahrt ihr dann in Boppard? Also das Einzige, was ich in Boppard kenne, sind Eiscafés. Da sind sehr viele gute, aber keins so gut wie seins, ne? Und ja, also könnt ihr irgendeinen Trail empfehlen, so für Anfänger? Also auch geil, ist ja okay, dass ihr beide kein Mountainbike fahrt, ne? Aber weißt du, wie lange machen wir Musik zusammen? 16, 15 Jahre? Ja. Und Bikepark Boppard, den ich damals so als Schüler so mitgebaut habe, fällt dir nicht ein. Wahnsinn. Bist du ein schlechter Freund. Ja, Fabio, ich wollte dir halt nicht die Props geben. Nee, weil ich kann halt nicht einschätzen, ob der Fabio mich umbringen möchte. Und nicht, dass der mich auf irgendwas Gefährliches bringt. Weil der wollte auch, dass ich bei dem so in dieser Halle mal diesen, keine Ahnung, diese Schlucht runterfahre. Und das habe ich, der Sache habe ich nicht getraut. Weg damit. Ja, wann machen wir das denn jetzt? Ich will euch da mal festlegen. Wann gehen wir zusammen Mountainbike fahren mit der ganzen Band? Ja, aber wenn du ich dachte, in Boppard die Sache, das hättest du irgendwie mit so einem Spaten, hätte das so als kleines Kind da mal so einen Hügel aufgebaut. Aber so, ja. Da kann man doch nicht Sandkuchen gemacht. Sandkuchen, ja. Ja. Ich würde sagen, ja, wenn das Wetter geil ist, so. Ja, es ist ja aktuell top. Ja, dann übernächste Woche oder so. Krass, echt? Ja, aber es liegt doch meistens an dir. Du hast doch nie Zeit für uns. Ja, ich wollte das schon, die ganzen 16 Jahre, die wir uns kennen, wollte ich unbedingt mal Fahrrad fahren. Du hast dann gesagt, du kriegst kein Rad von mir, Richard. Ja. Ich habe Angst, dass man sein Equipment kaputt macht. Ja, dass da Kratzer reinkommen oder so. Oder dass ihr es klaut. Das könnte natürlich auch schnell passieren. Ja. Boah, könnt ihr mir, genau, so, wenn wir schon mal auf das Thema Klauen kommen. Ihr kennt euch ja alle aus mit Fahrrädern. Wenn ich dem Fabio ein Fahrrad klauen sollte, welches würde sich denn am meisten lohnen? Könnt ihr gerne mir auch privat schreiben, irgendwie bei Insta oder so. Nee, aber ansonsten, werden wir wahrscheinlich mal machen jetzt irgendwann in den nächsten Wochen, dass wir einfach auch mal das mal probieren. Ich habe da echt ein bisschen Bange vor, aber es reizt dann ja auch irgendwo. Und bin ich mal gespannt drauf, wie das so wird. Moment, was steht da?
Neue Alte? Das ist eine Strecke in Boppard. Ach so, ist das eine Strecke in Boppard? Ich dachte jetzt, dachte jemand, ich wäre deine Neue Alte. Ach so, nee. Ah, schade. Okay, da bin ich jetzt so ein bisschen enttäuscht. Ansonsten habt ihr noch irgendwie mehr Fragen zu, wie es weitergeht oder was auch immer? Ich werde, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dass wir damals auf dem Dirt Masters, also noch mit unserer alten Band gespielt haben, für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben, 2009. Und damals wart ihr völlig schockiert, als ihr in Winterberg ankamt, weil ihr meintet, Hilfe, die sehen ja alle aus wie der Fabio und reden auch so. Wie ist das für euch, wenn ihr so auf so einem Bike-Event oder so Mountainbiker seht? Ey, das klingt jetzt so, als hätten wir Angst vor den Leuten gehabt. Das war eher so, scheiße, die sind ja alle so wie der Fabio. Das war jetzt nicht so irgendwie so, oh Hilfe, ich habe so Angst vor denen. Ich war natürlich ein bisschen geschockt, dass die Leute probieren, sich umzubringen. Aber das scheint ja Spaß zu machen. Also der Fabio erzählt immer, das würde sehr viel Spaß machen. Und das sehen wohl viele seiner Zuschauer auch so. Und ja, ich könnte auch ein paar Kilos verlieren. Und wäre bestimmt noch eine spannende Sache, so ein Selbstmordversuch. Yannick, wie siehst du das denn? Hättest du auch Bock auf sowas? Ja gut, dadurch, dass ich schon seit klein auf Ski fahre, habe ich einfach auch keine Angst vor dem Hang. Und dann nehme ich natürlich diese gefährliche Situation gerne in Kauf und fahre auch dann besonders schnell diesen Berg runter. Boah ja, schnell wird's auf jeden Fall. Hat dich deine Mutter eigentlich vor Leuten wie mir gewarnt, also so Leuten auf so schnellen Fahrrädern? Also bist du da vorbelastet? Nee, gar nicht. Da ist meine Mutter auf jeden Fall mal ganz offen gewesen, so bei so Leuten. Ich fand auch den Fabio immer, dass es ein ganz netter Kerl ist. So, das sagen alle Mütter über Fabio so. Das ist ein ganz, ganz Lieber. So, der ist zwar zugehackt und so und der findet nie wieder einen normalen Job, aber der ist ein ganz Lieber. Aber nee, keine Ahnung. Ich selber kam noch nicht dazu, hatte noch keine Berührungspunkte. Bin sehr gespannt drauf und ja, vielleicht macht mir das ja sogar Spaß. Aber ich werde auf jeden Fall nicht schnell diesen Berg runterfahren. Und ich hoffe, dass ich nicht fallen werde. Aber der Fabio wird mich ja gut ausstatten und ich hoffe, dass er mir ein E-Bike gibt dafür. Fabio, könntest du E-Bikes empfehlen? Oh mein Gott, das sprengt hier alle Streamzeiten. Ich habe ja schon sämtliche Videos auf meinem Kanal gemacht, wo ich so vergleiche, wie viel Kalorien, wie viel Abfahrten schafft man mit einem normalen Bike, mit einem E-Bike. Und am Ende muss das halt jeder für sich wissen, ob er jetzt irgendwie nur eine kurze Feierabendrunde machen will und dann möglichst viele Abfahrten machen möchte. Oder ob er halt eben mit eigener Kraft fährt und ja. Und, aber dich spricht das Thema an, oder was? Ja, wir schreiben noch das Jahr 2021. Warum sollte ich denn dann analog fahren, wenn ich so ein E-Bike, also ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über Lieferando und der hat gemeint, das muss sich wie Schweben anfühlen und ich dachte, das wäre vielleicht cool, wenn ich dann so ein bisschen schwebe. Okay. Alles klar. Ja, Leute, also vielen Dank für alle, die dabei waren. Wie gesagt, unser neuer Song ab heute auf Spotify, auf Apple Music, auf allen Streaming-Plattformen eigentlich Musik streamen. Gerne in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu unserem YouTube-Kanal von Bury the Liar und da findet ihr auch nochmal das neueste Video mit euren, oder falls Leute jetzt zuschauen, deren Videos in dem Video drin sind, ihre Bike-Videos, dann ja, schaut da einfach vorbei und wir hoffen, dass wir euch spätestens nächstes Jahr dann auf Bike-Festivals sehen, da irgendwo auf einer Bühne stehen oder die beiden völlig mit Biken, genau, ihr dann Profis seid und regelmäßig im Bikepark seid. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal und viel Spaß auf der Matziak Offroad Website, wo gerade das Gearfest steigt. Also, haut rein, tschüss.